Nach Hoffenheim ist vor Hoffenheim, nach der Bundesliga ist der Pokal. Herzlich willkommen und Glück auf zum Legenden-Talk heute mit Rüdiger Abramczyk und Klaus Fischer. Da ist das Wort Legenden mal wirklich zu 100% erfüllt. Und haben wir am Freitag wieder einen auf die Nase gekriegt, Abi, du auch? Ja, scheinbar so wie es aussieht. Also wir haben sowieso jetzt nur zwei Mikrofone, aber guck mal, der Klaus ist auch noch so lieb. Nein, ist alles klar. Da war was gewesen an der Nase und das hat man dann schnell repariert und hoffe, dass es in ein paar Tagen weg ist. Also kein fieser Kraichgauer, sondern irgendwas anderes Fieses. Klaus, lass uns mal einsteigen in das Spiel. Ergebnis ist nicht besonders verbessert gegenüber dem Leverkusen-Spiel von 0-4 auf 0-3. Hast du trotzdem was gesehen an Entwicklung? Denn es gab ja doch den einen oder anderen Neuen, unter anderem Kral und Mollet im Mittelfeld. Ja, ich habe immer gesagt, dass Kral ist tschechischer Nationalspieler, der muss auf Schalke spielen. Und er hat seine Sache gut gemacht. Und wenn Kraus auch die Form bringt und Mollet hat auch nicht schlecht gespielt, so, das ist schon mal ein Anfang, gerade im Mittelfeld. Und es muss auch weitergehen nach vorne. Und wir müssen auch versuchen, Terode ins Spiel zu bringen, durch Bälle von außen, von links, von rechts. Da hapert es im Moment ja auch. Und was ich auch gesehen habe, dass wir, wenn wir um den Strafraum rum sind, dann sind wir nicht nah genug an den Leuten. Da kann ich nicht ein paar Meter wegstehen, dass der Zeit hat und den Ball ins lange Eck schnippeln kann. Da muss ich selbst als Spieler muss ich Initiative ergreifen und muss anpacken. Ja? Und die anderen müssen natürlich mitmachen. Und das hat gefehlt. Und dann sind wir auch meiner Meinung nach nicht schnell genug wieder zurückgekommen. Der Gegner hatte ein bisschen Raum und die haben eine gute Mannschaft und gute Einzelspieler und die nutzen die dann aus. Und dann siehst du schlecht aus. Und das war am Freitagabend der Fall und das muss man schleunigst ändern, weil sonst, es sieht jetzt schon nicht gut aus, aber es ist Zeit genug. Aber das muss man ändern. Das kann man ändern. Das kann man im Training ändern, untereinander absprechen und so weiter. Das geht. Aber man muss es auch tun. Aber wenn wir gucken auf die Knackpunkte des Spiels, es ist ja immer so, dass du zwar sagen kannst, ja, generell hat die eine Mannschaft die bessere Spielanlage oder sind technisch besser oder wie auch immer. Ne? Natürlich hat Hoffenheim Qualität, haben wir ja auch ordentlich investiert in den Kader. Aber die Knackpunkte sind natürlich auch genau gegen uns gelaufen. Ne? 10. Minute, den Elfer, er will nur blocken, dann macht er so einen komischen Schritt nach vorne und landet da auf dem Fuß. War natürlich ein Elfmeter, kannst du nicht anders geben, ne? Aber eigentlich eine Szene, überhaupt nicht beabsichtigt war. Und schon lief sie wieder 0-1 hinten gegen eine konterstarke Mannschaft. Ja, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, wir kommen leider hier nicht einmal so richtig vors Tor, dann haben wir schon zwei drin. Also und du musst hinterherlaufen und da ist unsere Mannschaft eigentlich, sage ich mal, vom rein spielerischen nicht, da haben das nicht das Format, um so ein Ding noch umzudrehen. Ja, also das wird schwer. Ich habe gesagt, wir müssen mal in Führung gehen, dass die anderen mal kommen. Aber wir laufen dann voll ins Messer immer rein und wir dürfen auch nicht so viel Tore kriegen, ganz klar. Also wie der Klaus schon gerade gesagt hat, Dabur, wenn ich den sehe, das ist ein super Spieler für mich. Und Sarasate ist genau der gleiche Spieler. Nur bei uns hört man dann auf einmal, ja, der hat kein Abwehrverhalten. Nur habe ich mir den auch mal angeguckt. Und den Dabur? Ja, Dabur, genau. Ja. Und da habe ich mir den angeguckt und habe einfach auch gesehen, dass der gar kein Abwehrverhalten hat. Aber der spielt. Und bei uns hat er nicht gespielt, also Sasa. Und deswegen verstehe ich das gar nicht. Also wie der Klaus schon mal gesagt hat, es gibt Fußballer, die einfach nach vorne hin super sind und die nach hinten eben nichts viel machen. Und das gab schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Ja, nur wie gesagt, wir sind meiner Ansicht nach, wenn wir nach vorne gehen, diese Mittelfeldsachen, die gehen nicht alle nach. Das Spielfeld ist zu groß, zu lang, die Wege sind zu weit. Das ist natürlich dann für eine Mannschaft wie Hoffenheim genau richtig. Mit ihren schnellen Leuten, die gehen dann in die Gassen rein und dann sind die natürlich ruckzuck vor unserem Tor. Und dann kriegen wir Probleme, weil ich glaube, die verstehen es langsam nicht in der Truppe bei uns. 20 Meter vorm Tor, da ist Alarm, da gehen alle Glocken an.
Da muss doch jeder schnellstens an einem Mann und gucken, so schnell wie möglich abzublocken, dass keiner zum Schuss kommt. Das zweite Tor, der steht genau hinter der Torwart. Ja, wie will er den halten? Aber es muss doch mal einer rausgehen und den blocken. Und das passiert hier nicht. Und das verstehe ich nicht. Also das kann man im Training üben. Man kann so viele Sachen im Training üben. Ich weiß aber nicht, was wir trainieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil jetzt, wir verlieren 4-0, da heißt es, ach ja, 4-0 schlecht gespielt. Wir verlieren 3-0, da heißt es, ach so schlecht war das Spiel nicht. Wenn ich 3-0 zu Hause verliere, dann kann ich nicht sagen, das Spiel war gut. Dann haben wir verloren. Hat ja auch keiner gesagt, dass es gut war, sondern es war besser ja, als Leverkusen. Es ist aber immer, jetzt auch, immer verlierst nicht so schwer du. War. Egal jetzt, ob du jetzt besser gespielt hast im Mittelfeld ein bisschen, ja, aber du hast trotzdem verloren. Und das ist unterm Strich kannst du dich aufregen, wie du willst, ich auch. Unterm Strich hast du verloren. Und wir sacken ab. Man weiß doch auch ihr aus eurer Erfahrung, dass wenn es mal schlecht läuft und wenn du viele Defizite hast, dann sind die ja nicht innerhalb von einer Woche oder ein paar Tagen behoben. Du kannst ja nicht sagen, innerhalb von macht einmal Klick und dann hast du keine Abwehrprobleme mehr und nach vorne läuft auch alles super. Dass du jetzt ja, aber wir müssen ja jetzt von dem ausgehen, was Leverkusen war. Und dann müssen wir gucken. Abwehr besser, Mittelfeld besser und am Ende dadurch Tore machen. Ne? Mittelfeld sah jetzt schon besser aus. Abwehr, ganz unglückliche Situation beim ersten Elfer. Dann das zweite darfst du natürlich nie kassieren aus einer eigenen Ecke. Nee, davon nicht. Darum habe ich ja gesagt, man muss gerade, wenn man um den eigenen Strafraum, dann muss man schnell attackieren. Wer das ist, ist völlig egal. Der am nächsten Rand, der am schnellsten schaltet, der muss dahin. Weil wir spielen sowieso in den Raum, aber nicht warten und zugucken, was der macht. Und es ist auch so, dass wir von hinten nach vorne, das dauert zu lange, wir kommen nicht auf die Position, wo wir einigermaßen flanken können. Und wenn wir flanken, dann ist die andere Eckfahne anvisiert und nicht vor dem Tor, wo der seine Gefährlichkeit hat. Er hat seine Gefährlichkeit im Strafraum, nirgends woanders. Und deswegen muss man da hinkommen. Und man darf, aber er hat gesagt, nicht so große Räume lassen, attackieren. Und ein Elfmeter. Ja, warum muss ich da so blöd hingehen und am Fuß drehen? Wenn ich dabei bin, da gibt es keinen Elfmeter. Der andere Elfmeter, der gleiche. Der geht hin und, ja, das dauert zu lange von da, von oben nach unten. Und das ist ein großes Problem. Und wenn wir das nicht abstellen, ja, gibt Schwierigkeiten. Wir brauchen nur schauen, wie viele Tore haben wir reingekriegt. Das sind wir da, wo wir jetzt stehen. Und das muss sich ändern. Sonst kriegen wir ein ganz, ganz großes Problem. Das steht mir hundertprozentig fest. Und natürlich haben wir erste Halbzeit ein bisschen besser gespielt. Aber wie viele Torschancen hatten wir in der ersten Halbzeit? Ja, der Kraus hatte den Schuss, der knapp daneben geht. Mollet an Innenpfosten. Der Nachschuss von Aouyan, ne? Da steht der Baumann auch so, wenn der 20 Zentimeter zur Seite geht, ist er drin. Also natürlich haben wir weniger Chancen, aber wie gesagt, wo kommen wir her, was haben wir da vorgezeigt? Die Chancen haben wir gehabt. Wenn du da ein bisschen mehr Spielglück hast, dann gehst du mit dem 1-1 in eine Pause und nicht mit dem 0-2. Du weißt dasselbe, wie das ist, wenn du uns stehst. Das war jeder Spielzeit von uns auch. Je nachdem, wo du stehst. Ja? Und das Glück musst du dir erarbeiten. Das musst du kämpfen. Das musst du dir, die Räume musst du eng machen und Druck entwickeln. Und Druck über außen, weil der Terode im Zentrum Bälle braucht. Und er macht keine Tore, wenn er keine Bälle kriegt. Niemand. Und deswegen müssen wir da hinkommen. Und aggressiv ja, aber nicht dumm. Das gehört noch dazu. Das sieht man auch bei manchen Spielern, nicht erst bei uns, überall, wenn einer sich dumm verhält. Und deswegen, es wird ein, das haben wir von vornherein gesagt, dass es eine schwierige Saison wird. Ist Aufsteiger. Aber Werder Bremen spielt anders. Werder Bremen sind nach uns also als Zweiter aufgestiegen, nicht als Erster. Wir waren Erster. Und jetzt stehen die ganz anders da als wir. Ja, da, wenn man von draußen reinguckt, kann man sagen, die haben natürlich viel weniger Fluktuation gehabt. Ne? Weder von der Bundesliga runter in die zweite Liga, noch jetzt von der zweiten Liga rauf. So viele Wechsel wie wir, so viele neue. Die haben schon eine Mannschaft, eine Stammmannschaft da, die jetzt seit 2-3 Jahren zusammenspielt. Und das macht sich bemerkbar. Und sie spielen eben von der Idee her auch viel mehr nach vorne. Ja, weil sie auch vorne mit den beiden Stürmern, das sind ja
beweglicher als unser Sturm. Der Rode ist ein Strafraumspieler. Die anderen beiden sind nicht nur im Strafraum, sind überall. Sie können auch im 1 gegen 1 Spiel. Das ist wieder ganz was anderes. Und als Zweitliga-Aufsteiger, da kriegst du auch manchmal mehr Räume. Kriegst du die nicht, haben die auch ihre Schwierigkeiten. Und von daher, wir haben zu Hause gegen Gladbach 5-1 gewonnen, muss man Gladbach 5-1 mal wegtun. Ja, das zeigt schon auch Klasse. Und aber das ist ja nicht unser Spiel. Wir müssen unser Spiel durchdrücken und aggressiv, gar keine Frage, aber nicht, man muss am Fuß treten, das sind Elfmeter. Der Handspiel, der muss auch kein Elfmeter sein, da gehe ich anders hin. Ja, also es sind viele Baustellen, die wir haben, die müssen wir versuchen, schnell zu beheben, weil natürlich, wir haben ja erst 10 Spiele oder 11 Spiele. Ja, es ist noch alles möglich, aber es muss sich viel ändern. Das stimmt, man ist ja nie alleine in der Tabelle, Abi. Wie beurteilst du die Situation jetzt? 10 Spiele heißt, knapp ein Drittel ist um. Bochum hat 4 Punkte, wir 6, die anderen da in der Nähe noch, ne, mit 8. Stuttgart, Leverkusen, Hertha. Also ich habe mir das Spiel angeguckt, Stuttgart gegen Bochum. Hätte ich nie gedacht, dass die Bochumer das Spiel verlieren in der zweiten Halbzeit. Die haben wahnsinnigen Druck gemacht, richtig gut gespielt, wirklich. Wir haben richtig gut gespielt. Aber dann, wie es immer so ist, wenn du offen machst, dann kommen die einmal nach vorne, patsch, und schon stand 3-1. Dann war natürlich das Ding gegessen für Bochum. Wir hätten aber auch in der Zwischenzeit schon mal das 2-2 machen können. Aber nun lassen wir mal Bochum weg. Mich interessiert ja mehr unser Verein hier. Wir reden jetzt ja auch schon lange hin und her und sagen, ja, ich finde immer noch, wir müssen endlich mal eine Mannschaft finden, die durchspielt. Jedes Mal ist eine neue Truppe. Jedes Mal wird ein anderer eingesetzt. Dann spielen wir mit 2 Spitzen, dann spielen wir mit 1 Spitze. Dann spielen wir, weil die Mannschaft aus Hoffenheim mit einer Dreierkette spielt, dürfen wir nur mit 1 Spitze spielen. Ich frage mich, warum? Wir haben ja dann wieder, warum sollen wir den Terodde dann auf einmal nur alleine hinschicken? Warum? Ich frage mich, warum? Wenn ich 2 Spitzen habe, dann spielen die beiden. Dann sollen doch überlegen, wie sie uns aufhalten. Und nicht wir überlegen, warum die jetzt mit einer Dreierkette kommen und wir nur noch 1 Spitze hinstellen. Also das ist für mich, was ich jetzt gelesen habe. Ja? Und das hat ja der Trainer gesagt. Der hat gesagt, ja, die kommen mit einer Dreierkette, dann spielen wir nur mit 1 Spitze. Nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Wir hoffen, dass die hinkommen. Die können auch von mir aus in Barfuß hinkommen. Ja, da spiele ich mit meinen beiden Spitzen und dann spiele ich mein System. Wenn ich nach dem immer gehe, wie die Mannschaften der Gegner sind, ja, dann weiß ich nicht, da brauche ich gar nicht. Ich frage, welche beiden Spitzen? Ja gut, dann Klaus, wer? Du hast Karaman, du hast, der hat noch überhaupt nicht hier gespielt. Ich weiß nicht, wie ja? Ja, ich weiß nicht, wie gut der drauf ist oder. Aber wenn ich den doch hole, der hat ja immer nur 10 Minuten hier gespielt, ja, dann hau ich den mal rein. Dann sag ich, du, komm. Die werden den doch auch beobachtet haben oder werden gesagt haben, ist der schnell, ist der langsam? Von den langsamen Mittelstürmern haben wir jetzt 2. Das ist langsam. Ich will jetzt nicht sagen, dass Terodde und Polter langsam ist, aber das sind keine Sprinter wie Becker hier von Union. Ja, die gehen in die Gassen, die gehen ab, die halten die Hälse nicht. Aber da muss man doch mal wissen, wenn der Karaman auch so ein Typ ist, dann hole ich mir den nicht. Tut mir leid. Der Karaman, haben Sie ja schon gesagt, als Sie ihn vorgestellt haben, ist einer, der A, doch ein bisschen schneller ist, nachweislich, und B, doch mehr über die Außen auch kommt, ne? Nicht nur durch die Mitte auch mal ausweichen kann, und das war wohl die Idee, dass er eben nicht der gleiche Spielertyp ist, auch wenn er so aussieht, ne? Groß, breit und... Ja, die Idee ist ja richtig, ja, nur mit Polter und Terodde geht es vorne nicht, ja, das haben wir ja gesehen, aber wenn ein Karaman ein schneller Mann ist, der muss ihm um ihn rumspielen. Ja, mit Bülter auch noch zusammen. Hast du mal Leute, die vielleicht im 1 gegen 1 was reißen können, um zum Abschluss zu kommen. Ja? Und das Mittelfeld, ja, Kral und das ist auch okay. Ja? So, und jetzt muss ich noch natürlich auch versuchen, meiner Meinung nach,
nach abgefangenem Ball musst du so schnell wie möglich wieder hinter den Ball kommen und wieder aggressiv. Aber wie schon gesagt, solche Sachen, Fußsteigen und so, kann man immer wieder sehen, gibt es 11 Meter und ja, und dann bist du weg vom Fenster. Jörg, es ist aber auch meiner Ansicht nach manchmal keiner so richtig da, der das Kommando gibt. Ich sehe da also nicht irgendeinen aus dem Mittelfeld, vielleicht haben die alle ein bisschen Sprachprobleme, kann sein, aber das ist keiner, der irgendwo mal was sagt. Du, wenn ich die so im Spiel beobachte, die laufen sehr viel, laufen manchmal sogar viel zu viel, ja, aber das ist so, Junge, da brauchst du gar nicht hinlaufen, weil du, das musst du doch schon sehen, dass du da nicht hinkommst. Und dass mir so einer, so im Mittelfeld, einer dasteht und sagt, hör mal, hier und du da und du hier und angreifen, das haben wir nicht. Und das vermisse ich so ein bisschen. Da muss man auch einen hinstellen, der das Kommando machen kann. Und dann muss man einfach sehen, wer der Richtige ist dafür. Ja, ist ja klar, Kral wird die Sprache nicht so mächtig sein oder doch, weiß ich nicht. Englisch kann er. Ja, da müssen alle Englisch sprechen. Ja, das können die aber auch alle. Kommando geben, Kraus, der könnte auch, ja, dass er das übernimmt und die anderen müssen mitmachen. Ja, und das ist schon ein Zeichen, wenn einer anpackt, das ist das Zeichen für die anderen. So ist es. Ja, auch wenn sie nicht miteinander sprechen. Aber nur ein bisschen hinlaufen, wieder weglaufen, ja, und nicht hinterm Ball. Das Wichtigste ist immer, hinterm Ball, wenn ich den Ball verliere, aus. Ja, Puzzleteil, ne, das auch da reinspielt, ist, dass wir ja ganz wenige Leute mit Bundesliga-Erfahrung haben. Ne? Der Kraus ist noch jung, der macht jetzt seine ersten Bundesligaspiele. Die aus dem Ausland kommen, machen ihre ersten Bundesligaspiele, gucken erstmal, was hier los ist. Ich hatte den Yoshida im Interview nach dem Hoffenheim-Spiel und habe gesagt, hey, du hast 6 Jahre Premier League gespielt, 2 Jahre Serie A, ne, wie vergleichst du das hier? Und dann sagt er, ja, das ist hier, hat eine andere Intensität noch. Ne? Also die Premier League ist vielleicht noch in den Zweikämpfen härter, aber insgesamt die Intensität ist größer gegenüber Italien sowieso. Ne? Und die müssen sich auch erst alle daran gewöhnen, was hier los ist. Ne? Ja, und dann haben wir so viele Junge dabei, die noch nie Bundesliga gespielt haben. Ne? Aber ja, klar. Aber die sehen das auch. Auch ein Faktor, nicht der entscheidende. Es ist noch Zeit genug. So ist es nicht. Aber es muss mehr kommen. Dass du Spiele gewinnst, ja. Wo sagt man, naja, die gute Mannschaft. Wir haben jetzt mal gegen eine gute Mannschaft gewonnen. Das war bis jetzt nicht der Fall. Ja. Gegen Gladbach das Unentschieden, ne? Und ansonsten haben wir gegen die Konkurrenten auswärts in Wolfsburg, in Stuttgart Unentschieden gespielt, wo wir beide hätten mit ein bisschen mehr Spielglück, beziehungsweise am Ende Salazar die beiden Chancen in Stuttgart mit mehr Treffsicherheit hätte es gewinnen müssen. Dann stellen wir jetzt ein bisschen ruhiger da. Abi, wie ist das denn psychologisch jetzt? Du verlierst gegen Hoffenheim hier 0-3, wenn auch nicht ganz so, wie das Ergebnis aussagt. Und dann musst du am Dienstag schon wieder im Pokal daran auswärts. Ich habe ja schon mal gesagt, Jörg, mich interessiert der Pokal gar nicht. Auch wenn man da ein paar Euro verdienen kann und. Sicher ist für mich hier einfach ganz klar die Bundesliga. Du musst zusehen, dass wir drinbleiben. Und da muss man auch nicht sagen, wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das muss die Mannschaft mal langsam kapieren. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und nicht gesagt haben, unser Ziel ist nicht Abstieg. Ja, wenn ich deinen Satz schon höre, unser Ziel in der Bundesliga. Es gibt in der Bundesliga nur ein Ziel, nicht abzusteigen. Selbstverständlich, aber das kannst du nicht immer pausenlos sagen. Dann fangen die alle an zu überlegen, oh ja, wir haben noch Zeit, das dauert noch ein bisschen, wir können noch Punkte genug machen. Und dann kommt so ein Flattermann hier oben im Kopf rein und dann kriegst du das nicht mehr raus. Und dann haben wir ein Problem. Ja? Die müssen jetzt mal auf den Tisch schauen und sagen, Freunde, so geht's hier nicht. Ja, wir müssen hier unten raus. Sonst werden wir hier nicht rauskommen, denn es werden noch schwierige Spiele kommen, wie der Klaus schon gesagt hat. Jetzt haben wir natürlich hier auch gegen einige Mannschaften schon verloren, wo du auch was holen konntest. Musstest. Oder eben, das weiß aber nicht in der Rückserie, ob das Gleiche ist. Ich habe immer gesagt, du musst so schnell wie möglich abgreifen, Punkte. Und wenn du hier gegen Augsburg 2-2 aufholst und es steht 2-2 und es sind noch 8 Minuten zu spielen, dann pfeife ich einmal, weil mittlerweile pfeifen die Trainer ja alle, ich nehme meinen Finger nicht im Mund, ich kann so pfeifen, dann ist das Ding für mich vorbei. 2-2 hole ich einen Punkt, kann ich wunderbar hier verkaufen.
2-2, wir haben gut gespielt, wir haben aufgeholt und. Moin, kriegst du in letzter Minute dann noch so ein Ei rein und verlierst das Spiel. Das sind Pünktchen auf Pünktchen auf Pünktchen. Und wir sehen, Ende der Saison fehlen dir vielleicht 3 Punkte. Und dann sagst du, oh, hätten wir doch mal da und hätten wir mal da und dann hätten wir mal da. Und dann fangen alle an zu weinen und hätten gesagt, ja, ja, ja. Nein, Punkte greifen, so schnell wie möglich. Und das müssen wir jetzt hier machen. Also wir können jetzt nicht immer sagen, wir haben schön gespielt, wir machen das, ja, wir sind besser geworden. Nein, du musst punkten, Ärmel hoch und Gas geben. Und wenn wir hier kein Gas geben, dann tut mir leid, dann haben wir in der Bundesliga nichts zu suchen. Ganz einfach. Ja, du sagtest am Anfang, als ich nach dem Pokal fragte, der Pokal ist dir egal. Andererseits bringt der Pokal natürlich die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen, das man nicht eingeplant hat und sich im Winter dadurch mit vielleicht zu verstärken. Ja, ne? Dann kommt so ein ganz schlaues Kerlchen dann, wie heißen die nochmal, aktuelle Sportstudio, Sportschau, und geht hin und zieht Bayern München Schalke 04. Ja, 2 Millionen mehr. Egal, aber ein bisschen auch raus. Die 2 Millionen macht die auch nicht fett. Das sage ich dir. Wenn du jetzt einen Sponsor hast, der dir 8 Millionen gibt oder 6 oder 7, das ist was anderes. Ja, aber du weißt doch gar nicht, du kannst ja auf einmal auch gegen einen Zweitligisten rausfliegen, wo du keine 2 Millionen kriegst. Deswegen, der Pokal interessiert mich nicht. Mich interessiert die Bundesliga. Und das ist das Wichtigste für mich überhaupt. Darauf muss der Fokus sein. Wir müssen so schnell wie möglich Punkte sammeln. Aber ich sag nur mal, jetzt spielen wir nur mal gegen Hoffenheim in Hoffenheim. Natürlich wäre es wichtig, wenn wir gut abschneiden würden in Hoffenheim. Weil da gibt es Selbstvertrauen dann fürs nächste Spiel in Berlin. Aber du musst die Fehler, die musst du ansprechen, die musst du abstellen und anders auftreten über 90 Minuten. Nicht nur 45 Minuten, haben wir gut gespielt, aber dann. Nein, über 90 Minuten. Und jeder muss da beteiligt sein, von hinten bis vorne. Und ich sage ja, diese Leute, die wir jetzt haben in dem Mittelfeld, die jetzt gespielt haben, die können spielen, wenn dann ein Salazar noch dazukommt, der für mich von Abwehraufgaben entbunden werden muss, so zurückziehen, ja, aber vorne reißen, vorne was reißen. Weil das, was da verlangt wird, dass er hinten verteidigt und vorne Tore macht und vorbereitet, das kann kein Spieler. Du hast schon angesprochen, nächstes Spiel ist in Berlin. Ne, wenn wir jetzt natürlich uns morgen das Pokalspiel angucken, aber dann der Fokus auf den nächsten Punkten liegt. In Berlin, wie seht ihr die Chancen da? Die Hertha macht so einen komischen Eindruck. Ne? Manchmal spielen die richtig gut und Serda und der Luke Bacchio sind die besten Torschützen bei denen. Die sind ja richtig gute Offensivspieler, aber trotzdem haben sie nur 2 Punkte mehr als wir. Ja, also wie gesagt, du musst natürlich da auch probieren, Gas zu geben, ist doch ganz klar. Also auch wenn du auswärts spielst, das ist so, ich sag mal, die Mannschaften, die wir jetzt so gegen gespielt haben, ne, machen wir Hoffenheim ein bisschen raus, weil Hoffenheim, die haben schon eine gute Truppe, wenn du da so durchgehst, die haben sehr gute Spieler. Aber Berlin, weiß ich nicht, die rühren auch rum, da ist Theater im Verein, da wird das verkauft und da werden, was weiß ich, da ist pausenlos Theater. Also müssen wir das auch ein bisschen ausnutzen. Bei uns ist kein Theater, bei uns ist alles ruhig, nur wir spielen nicht gut. Ja, aber das geht natürlich auch irgendwie so ein bisschen auf die Mannschaft bei Hertha, meine ich, dass die jetzt auch alle nicht so richtig wissen, wie läuft das da weiter. Deswegen glaube ich, dass man in Hertha, wenn man gut steht und vor allen Dingen die Außen zumacht, wir kriegen über Außen zu viel Tore. Und das habe ich schon letztes Mal gesagt, als wir in Leverkusen gespielt haben, habe ich gesagt, wir müssen die Außen zumachen. Innen reingehen kannst du immer noch und gucken, dass wenn du 2 vor der Abwehr hast, die müssen dann eben gut blocken. Aber außen, wenn du außen nicht zumachst, dann hast du ein Problem. Und das war hier gegen Hoffenheim wieder. Wir sind wieder über außen gekommen, wieder ist was über außen passiert. Und da haben wir zurzeit unsere Schwächen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wer da noch außen spielen kann. Wir haben ja jetzt nun alle schon ausprobiert. Klaus, wie siehst du die Chancen in Berlin? Ja, die Berliner haben doch auch ihre großen Probleme.
Ja, da steht auch noch keine Mannschaft, die spielen ab und zu mal auch gut, genau wie wir auch. Aber du darfst nicht nach Berlin fahren und ihnen das Spiel überlassen, sondern du musst agieren auch. Du musst agieren und natürlich haben sie auch einige gute Spieler, aber es funktioniert ja auch bei Hertha schon über einen längeren Zeitraum nicht. Ja, die haben über ein paar Jahre ihre Probleme. Und du musst frech sein, du musst frech Mut haben. Wenn wir keinen Mut haben und uns verstecken hinten, irgendwann kriegst du einen rein. Du musst versuchen, auch auswärts, zum Beispiel in Berlin, nach vorne zu spielen, aber sofort abgefangen, sofort wieder hinterm Ball und da wieder attackieren. Oder du attackierst sofort vorne, aber du musst dich hinten rausschieben. Dass der Raum von hinten nach vorne nicht so groß ist. Jetzt hatte ich natürlich gedacht, ich gucke mal in eurer aktiven Zeit nach tollen Siegen in Berlin mit Dreierpack Fischer und so. Ne? So, und dann guckst du und dann siehst du, dieser junge Mann hier, ja, Rüdiger Abramczyk, spielt 14 Mal, glaube ich, gegen Hertha BSC, 14 Mal und schießt kein einziges Tor. Ja. Hertha Angstgegner. Keine andere Mannschaft, gegen die du so oft gespielt hast, hast du nicht getroffen. Ja, aber gegen alle hast du ein Tor gemacht, Leute, aber nicht gegen Hertha. Ne? Wie hat er denn vorbereitet? Auch keins. Aber er hat trotzdem mit Schalke, mit Dortmund, mit Oberhausen sogar gegen Hertha gewonnen. Also insofern, ne? Ist ja nicht immer also wichtig, ob man selbst ein Tor macht. Und du hast auch nur ein einziges Tor in Berlin für Schalke gemacht, zu einem 1-1 mal. Und einmal ein Tor zu einem Sieg in Berlin mit 1860. 1968 ist schon wieder eine Falle von dir. Jetzt hast du wieder nachgeguckt und wir konnten uns hier nicht. Und wir wussten das gar nicht, dass ich nie ein Tor gegen Hertha gemacht habe. Ja. Da hättest du doch hier sagen können, na, ein halbes mindestens, oder? Ja, so ist es jedenfalls. Ne? Also, und wenn wir ja ganz bei uns sind, sagen wir ja auch, okay, dass ihr damals getroffen habt, hilft den Jungs jetzt am Sonntag dann in Berlin ja, wahrscheinlich auch nicht. Ne? So, aber es sind immer schöne Geschichten aus der Vergangenheit. Die Schwierigkeiten von Rüdiger Abramczyk mit Hertha BSC, du meine. Ja, Herren, aber ne? Das Einzige, was ich mir da geholt habe, ein Nasenbeinbruch. Das habe ich heute noch schräg hier oben, ganz schief. Ja, siehst du, auch eine Erinnerung. Kein Tor gemacht, aber ein Nasenbeinbruch. Deshalb bist du schon seit Jahrzehnten bei dem Schönheitschirurgen, ja, der genau, jetzt da auch der, wieder der, schief der liegt. Der macht jetzt meine Nase wieder in Ordnung. Okay, ja, vielen Dank. Am Alles Ende klar. Ist immer wichtig, dass man noch lachen kann und mit Optimismus in die nächsten Aufgaben natürlich. Geht. Ne? Bevor wir uns nächste Mal treffen, Pokal morgen in Hoffenheim und dann am Sonntag in Berlin haben wir viel zu bereden, am nächsten Montag. Vielen Dank, ihr Lieben, und danke. Euch auch fürs Zuschauen. Tschüss und Glück auf.